Genau wie du, Zuckerstückchen. Beziehungsweise bist du wie unsere Mutter. Das war für mich der erste von vielen Kuchen. Und Butterblümchen war immer an meiner Seite. Sie war meine Testesserin, half mir beim Dekorieren und auch bei den Vorbereitungen. Mit den Jahren perfektionierte ich meine Rezepte. Eure Mom hatte so viel für mich getan. Da wollte ich sie eines Tages mit einem Kuchen überraschen. Ich wollte dir einen Kuchen als Dankeschön bringen. Doch ich sehe, du bist beschäftigt. Du wirst uns doch nicht verraten. Was zum Heuhaufen tust du da, Bright Mac? Wir verbringen keine Zeit mit den Pears. Du und Bright Mac? Oh, ich würde es nicht glauben, wenn ich es nicht selbst gesehen hätte. Aber eure Familien hassen sich. Was soll ich machen? Es ist einfach passiert. Dann erzählte Perlbutter mir die schönste Liebesgeschichte, die ich je gehört habe. Alles Liebe zum 131.465-Stunden-Jubiläum. Was? Das ist viel länger, als wir schon zusammen sind. Weiß ich doch. Aber damals habe ich dich zum ersten Mal Butterblümchen genannt. Und es ist okay, wenn du nichts für mich hast. Doch sicher. Ich habe was. Eine Gitarre für mich? Aber ich kann doch gar nicht spielen. Sei still, Dummerchen. Sind wir uns auch unendlich fern? Du bist und bleibst mein Augenstern. In meinem Traum wird es wahr. Wir zwei sind das perfekte Paar. Scheint das Ziel auch noch so weit weg von hier. Diesen langen Weg ging ich gern mit dir. Es gibt nichts, was uns trennen kann, denn mein ist dir zugetan, egal was mir die Zukunft noch verspricht. Aus meinem Kopf kriege ich dich nicht. Wow, das ist... wow. Gefällt er dir? Sei bitte ehrlich. Es gibt kein schöneres Geschenk. Blätter fallen, das Jahr vergeht. Doch ich bin bei dir, früh bis spät. Was kommen mag, ich denk nur an scheint der Weg zum Ziel auch unendlich weit. Ja, du bist es wert, drum halte ich mich bereit. Verzeih, dass es sowas gibt. Ich glaub, ich habe mich in dich verliebt. Hey, das ist nicht fair. Ich wollte dir in diesem Moment dasselbe sagen. Sei nicht sauer, ich war nur schneller. Ich hatte erst mal vor, dir aufzuhelfen, dir die Augen zu verbinden und dich hierher zu führen. Und dich dann zu überraschen. Und du hättest gesagt, oh, Bright Mac, ich liebe es. Und ich hätte gesagt, ich liebe dich. Schade, hat so nicht funktioniert. Yep, so schade. Die Pears werden umziehen. Ich meine, ich wusste von diesem Umzug, aber ich wusste nichts von dem ganzen Ärger vorher mit Granny und Grandpa. Es war doch sicher sehr schwer für unsere Eltern. Oh, das war es. Wir müssen umziehen? Nach Vanhoofen? Warum so weit, weit weg? Das ist das Beste. Da gibt es viele morgenfreies Land und ein Lagerhaus für die Marmelade.
Wir können unser Geschäft vergrößern und haben endlich nicht mehr ständig diese verfluchten Apples vor Augen. Pear Butter war am Boden zerstört. Und da sie keinen Ausweg sah, tat sie, was sie tun musste. Wie? Das war's jetzt? Was soll ich denn tun, Bright Mac? Wir ziehen weg. Ich liebe dich, aber ich muss bei meiner Familie bleiben.